So, willkommen zurück beim wahrscheinlich Part 3. Das heutige Thema ist TNT. Weil wir haben doch ein fliegende Inseln und wir haben das Gefühl, wir wollen, ja, Ja, wollen sprengen. wir haben jetzt hier ein oder zwei TNT-Flöcke gesetzt und jetzt schiesse ich mal drauf und hoffe, dass vielleicht die ganze Insel wegnimmt. Mal schauen, ob es brechen. Ja, hat es gereicht. Oh. Oh Gott. Ich hätte nicht gedacht, dass so viel weglos ist. Ich bin nicht mehr etwas. Oh nein, nein! Für die Flüge sind es weg. Nice. Abbauen. Ja. Ja. Was ist bei dir immer noch fertig? Yes! Ja! So wird der fliegende Insel! Don't mess with me! Ja! So. Ja. Also, im letzten Video haben wir hier die Wand fertig gemacht und jetzt haben wir eigentlich gedacht, so, jo. Es ja, ist noch nicht hoch genug, der Berg. Noch schnell zum. So sieht er übrigens aus. Eine Melone, keine Gurke mit einem Sixpack. Wir hatten im letzten Video ein bisschen Fehler. Meins hat es nicht aufgehört. Also mehr. Du. Ja, fick dich. Ja, Jan hat irgendwie... Wir hatten ein Problem. Scheint es so mit... Nein, ich habe ihn richtig genommen. Sonst hätte ich ihn nicht doch schon beim letzten einfach... Wir doch schon beim letzten unsere Namen genannt. Ja, nein, wir haben irgendwie noch ein Problem. Ja, das ist jetzt unsere zweite Aufnahme. Ich meine, wenn wir hier noch ein Problem haben mit der Videoqualität und so, müsst ihr das halt entschuldigen. Wir sind noch neu, wir sind noch Anfänger. Also, jetzt geht es eigentlich weiter. Wir haben überlegt, wegen unserer. Jetzt haben wir ja die Mauer gemacht, das heisst, es ist zu und jetzt haben wir überlegt, dass wir eigentlich quasi so ein richtiges Dorf im Berg bauen, das sich tief bis zum Bedrock runtergeht und dort füllen wir es mit Magma, nachher machen wir so eine richtige Minenstadt, die alles so aus Säulen, aus dem Lava oder aus dem Weng rauskommt mit Brücken. Und das braucht es da als genau. Erstes. Wir müssen natürlich eine riesige Schlucht buddeln. Und ja, der Fred ja. Ist schon vorbereitet. Ja. Ich vermute mal, wenn ich das so anschaue, bei dem Berg vorne, bei fliegenden Inseln, könnte es gut sein, dass gleich unsere Wand zu Schaden kommt, aber... Was du hey, no risk. Hä? Was du auszünden? Ja. Spot. Oh, fuuuh! Hauptsache, die Uhren Pfeilbogen fliegt noch so in die Luft. Ja. Es geht noch tief. Ja, es hat ein bisschen abgebuddelt. Ja. Ja, ich glaube, da könnten wir wirklich etwas draus bauen. Das tut ein bisschen, bis wir das weg haben. Sogar ein Fledermaus lebt schon hier unten, aber er ist in 2 Sekunden gesprengt. Ja, gut. Scheiße, die Viecher schnell. Das sind wie Küngle. Ah gut, wir haben auch irgendwie, wir haben auch noch ein paar Viecher noch weggebobt. Da war zum Beispiel auch ein Creeper gewesen. Nein, das kann nicht sein. Wegen? Weil wir auf Experience und Gunpowder dort. Hä? Wir sind doch auf Peaceful. Hä? Kann das sein, dass der genau in dem Moment gespawnt ist, wo es einfach explodiert ist? Und wegen dem hat es näher Gunpowder dran da. Stimmt, weil sie ploppen ja gleich auf. Ja, voll. Interessant. Wir haben in Peaceful einen Gegner besiegt. Macht das erstmal! Boah! Ja, das. Ja,
das muss tief gehen. We need to go deeper. Mindception. Wenn sie tiefer muss gehen, das wäre ich auch öfters. Aber du schaffst es nie. Ich habe schon bei der Überlegung von dem Spruch gedacht, okay, der ist scheiße, da könnt ihr auch eine Kante drauf geben. Aber dann habe ich überlegt, nein, bist du ready? Kommt der nicht drauf? Nein! Niemals! Du bist doch mit Schlag fertig. Nein, ich bin fertig geschlagig. Du bist fertig geschlagen. Von deinem Vater! Oh, nein, Moment, was mache ich da? Boom. Ich habe jetzt schon genug lang gehalten, ich habe verdammt So, ja. Das dauert jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen. Was machst du eigentlich genau jetzt? Die Uhr wieder aufbauen! Ist die kaputt gegangen? Nein! Ah ja, da hat es ein kleines Loch, warte schnell. So! Viel besser! Ja! Ah, geil! ich sprenge währenddessen. Ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin besser im Sprengen Sachen zerstören. Ja, man sieht es. Also, ja, vor allem kannst du sehr präzise sprengen und es geht nichts anderes irgendwie kaputt. Ja, also ich bin im früheren Leben bin ich Sprengmeister gewesen. Ich bin übrigens Hinduist, ich glaube an die Reinkarnation, wer das nicht gewusst hat. Ich bin Inder auch. Du weißt, ist Freddy an der Lang Tam Tam Tarang. Frederik Görri. 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 Der indische Name, den ich je gehört habe. Ja, also Indien können wir schon mal von unserer Subscriber-List streichen. Ja, noch ein bisschen fette Amerikaner-Witze. Ja. Ja, eigentlich schon, das fehlt eigentlich noch. Wir müssen eigentlich so eine Liste machen, damit wir einfach wirklich alle Nationalitäten mal beleidigt haben. Du meinst so, dass eigentlich jemand sagt, dass er auf und er geht auf Null nach dem ersten. Ja. Wieso sollte jemand subscriben, bevor er unser Video gesehen hat? Unsere Kollegen, weil sie denken, wo kommen die etwas Gutes nachher schauen ins Video? Nein. Jan. Komm, gib's auf. Unsere Zuschauer glauben es eh nicht, dass wir Kollegen haben. Mann. I have dreams, Harold! I have dreams, Harold! Darling, you're a chair. Wir haben eigentlich... die letzte Aufnahme war gestern gewesen und wir haben eigentlich... geplant hatte gestern noch so, nachdem wir noch ein im Ausgang waren. Wir wollten eigentlich noch ein Drunken LOL Let's Play machen. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr so etwas schauen wollt. Und das jetzt kommt wieder die gleiche Frage. Denkst du, es schreibt eigentlich jemand an? Ja oder nein? Ja! Ich wollte einfach, dass schlussendlich bei jedem Video einfach alle Kommentare aus einfach Ja oder Nein entstehen. Weißt du, wie schön? Ach, Frage, die man macht. Einfach kaufen. Meine Frage. Die Frage, die man mit Ja und Nein beantworten kann. Zum Beispiel B-Fragen. So, was findet ihr von einem Drunken Let's Play? Dann kann ich es nicht mit Ja oder Ja. Was findet ihr von einem Drunken Let's Play? Ja. Okay, Achi, probier es auch mal. Würdest du Ja sagen zu einem Drunken Let's Play? Das ist eine W-Frage! Oh, das ist so spannend zum Zuschauen. Einfach Pixel rumfliegen! Wow! Wow, jetzt bin ich zu tief gegangen. Hey! Also, Ja. So, ich weiß gar nicht, wie das heissen soll. Einfach, das ist ja nicht das End. Irgendwann tun wir auch noch den Ender Dragon töten.
Ja, im Singleplayer, also nicht creative. Geht so schnell so. Verstummen. Ja? Haben wir nicht mal gemacht, wir machen das zusammen ab. Und jetzt willst du schon echt alles an dir reissen. Mhm. Aha, okay. Und wir machen. Wir tun Minas Tirith nachher bauen. Ja, sonst noch nichts. Ja, unser Projekt ist ja gar nicht grösser. Ja, ich habe ja vorgeschlagen, dass wir am Schluss eigentlich eine Riese, also nicht einmal Riese, eigentlich eine kleine Lehmhütte anstellen. So einen kurzen Cut, nachher echt so eine Lehmhütte. So, das ist es auch schon gewesen. Ich hoffe, unser erstes Let's Play hat euch gefallen. Hast du eigentlich Schwankungen bei meinem Mikrofon? Also hörst du mir jetzt nicht Lötter oder Leitungen? Lötter! Nur, dass ich mich korrigiere. Lötter! Ja, ab und zu stehe ich dich ein bisschen schwer. Lötter! Heisst. Hey Jan! Was? Wir sind fertig. Ich kann mich jetzt auspacken. Wo hast du es ausgebaut? Da! Wo bist du? Hinten oben? Yeah! Wo? Schau auf! Hinter dir! Was? An der Wand! Aha! Oh, wow! Also, das ist auch schon gesehen! Hallo! Nacht. Hey, ohne Scheiß! Du hast wirklich nicht drüber mit dem TNT! Schau die Löcher! Man kann nie genug TNT haben! Nie! Ich habe auch nicht sehr viele Parts von mir in diesem Video vor, weil ich die Mauern wieder raufziehe, die ich schon im ersten gemacht habe. Ja gut. Also das, was man bei mir sieht, ist auch wirklich extrem spannend. Du hast wenigstens TNT. Die Leute lieben TNT. So sprechen wir doch das amerikanische Publikum an. Was? Mit TNT. Mit TNT? Ja, stimmt. Gibt's Hamburger? In Minecraft. Ah ja, scheiße, okay, der. Nein, ich hab's wieder vergessen. Ah, scheiße, ja. Ah, Mann. Wir müssen irgendwie einen Mod installieren, damit wir Hamburger machen können. Einfach für die amerikanischen Zuschauer. Weil sie auch so gut verstehen, was wir reden. Ja! Es gibt... Ich habe erst gerade heute das erste Video angeschaut. Und es gibt... du kannst Untertitel anschalten. Für die Deutschen jetzt unter euch, die vielleicht Schweizerdeutsch nicht so gut verstehen, schaut einfach die Untertitel anschalten. Das hilft unglaublich. Wieso? Das nicht, man versteht kein Wort. Es sind einfach Wörter irgendwie zusammenhangslos aneinander gesetzt, die ein bisschen so tönt wie das, was wir sagen. Ich glaube, ich muss das mal ablassen. Ja. Schau das Video während der Aufnahme. Do it! I dare you, motherfucker! Das Video während der Aufnahme schauen? Ja. Aber hört man es oder kann man es nur lesen? Der Untertitel bedeutet ja Schrift. Ja, Jan. Schrift bedeutet lesen. Doch, ein paar von diesen Wörtern kenne ich. Das sind Buchstaben, kann man die lesen? Ja, du kannst das Video auf stumm schalten und dann hört man nicht. Scheins. Habe ich gehört? Also was? Nein, mach das nicht. Das wirkt unprofessionell. Ich bin unprofessionell. Also bitte. So stopfe ich eigentlich dein verdammtes Loch. Wo das sie sprengt. Ich habe nichts falsch gemacht. Der Berg ist weg. Mhm. Übrigens, wenn du mal fertig bist, mit deinen Löchern fertig stopfen. Kannst du mal etwas Produktives machen. Zum Beispiel mal super sprengen. Das ist ein Herz.